CR7 nicht in Ronaldos Top 5. Der legendäre brasilianische Stürmer Ronaldo erklärte, welchen 5 Spielern er am liebsten zusieht. Superstar Cristiano Ronaldo ließ er dabei außen vor. Geht es nach dem ehemaligen Top-Stürmer, führt aktuell kein Weg an Lionel Messi vorbei. Messi ist natürlich die Nummer 1. Jemanden mit ähnlichem Talent werden wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren nicht sehen, sagte Ronaldo der spanischen Zeitung AS. Aber auch andere Spieler haben es dem Weltmeister von 1994 und 2002 angetan. Ich mag auch Salah, Hazard, Neymar, ich liebe es, ihn spielen zu sehen. Und natürlich Mbappé, erklärte er. Inter holt Conte. Nur einen Tag nach der Trennung von Luciano Spalletti hat Inter Mailand bereits dessen Nachfolger bekannt gegeben. Antonio Conte wird bei dem Verein aus der italienischen Serie A ab der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Das gab der Club via Twitter bekannt. Der 49-Jährige hatte zuletzt von 2016 bis 2018 den FC Chelsea betreut. Zuvor coachte er die italienische Nationalmannschaft. Löw fehlt bei Quali-Spielen. Der Bundestrainer befindet sich nach einem Unfall in stationärer Behandlung und fehlt bei den kommenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland. Wie der DFB bestätigte, leidet Löw unter den Folgen eines Sportunfalls, bei dem eine Arterie gequetscht wurde. Die Behandlung verlaufe gut, der zuständige Arzt habe dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen. Der 59-Jährige werde rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt mit dem Trainerteam bleiben. Markus Sorg, Andi Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken, erklärte Löw.